Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei Vanguard Zombies auf der neuen Map Shinonuma die Wunderwaffe bauen könnt. Hierfür müsst ihr hier den Weg zur Fischerhütte freikaufen und dann lauft ihr bis zum Ende durch, bis zur Fischerhütte. Diese Tür öffnet ihr dann und direkt rechts neben der Tür befindet sich ein Waffenlauf. Diesen Waffenlauf hebt ihr auf und begebt euch damit zum Gemeinschaftsraum. Zum Gemeinschaftsraum kommt ihr durch den Spawn und zwar im Erdgeschoss sucht ihr den Ausgang, wo Comroom drüber steht. Und wenn ihr dann genug Geld habt, kauft diese Tür auf und lauft zur Gemeinschaftshütte. Das ist dann hier der gleiche Weg, den ich laufe, Leute. Hier habt ihr so eine kleine Hütte. Diese Tür könnt ihr auch noch einkaufen und hier befindet sich ein Radio, was ihr überprüfen müsst. Wenn ihr das Radio überprüft habt, müsst ihr raus aus diesem Gemeinschaftsraum und im Wasser ist ein Funkgerät. Dort setzt ihr nun den Waffenlauf ein und nachdem ihr die laufende Runde beendet habt, schlägt ein Blitz dort ein. Insgesamt schlägt dieser Blitz dreimal hier ein und nachdem er dreimal eingeschlagen ist, habt ihr links so eine Lebensleiste von diesem Funkgerät. Und dieses Funkgerät müsst ihr jetzt erstmal beschützen, das dauert nicht lange, vielleicht ein, zwei Minuten, Leute, ist auch ganz easy. Und nachdem ihr es erfolgreich beschützt habt, könnt ihr nun von diesem Funkgerät wieder den Waffenlauf aufheben. Und danach geht ihr wieder in diesen Gemeinschaftsraum rein. Da habt ihr hier, könnt ihr nochmal mit dem Radio interagieren und die Vakuumröhre aufheben und hinten auf dem Schrank habt ihr noch eine Sicherung, die ihr jetzt braucht. Damit geht ihr jetzt zu den Lagerhütten. Diese findet ihr wieder vom Spawn aus, Leute, im Erdgeschoss. Sucht einfach den Ausgang, wo Storage draufsteht. Dann lauft einfach den gleichen Weg wie ich bis zum Ende durch in diese kleine Lagerhütte. Wenn ihr die Hütte dann aufmacht, befindet sich hier ein Schalter für eine Falle und diese Falle müsst ihr nun aktivieren, Leute. Kurz nach dem Aktivieren der Falle geht sie kaputt und sie öffnet sich und dort müsst ihr nun die Sicherung einsetzen und mit dieser Falle müsst ihr jetzt erstmal Zombies töten und zwar so viele, bis auf der Werkbank hier von der Wunderwaffe die zweite Vakuumröhre aufleuchtet. So, jetzt haben wir zwei Vakuumröhren und die dritte bekommen wir erst ab Runde 15, sobald der Boss-Zombie Zabala spawnt, denn den brauchen wir hierfür. Nun bringt diesen Zombie zum Ausgrabungsraum im Spawn unten, dort habt ihr den Generator und jetzt müsst ihr den mit Zabalas Explosivgeschossen aufladen. Also stellt euch ungefähr so in die Nähe des Generators, lasst ihn auf euch schießen, dann weicht aus und ihr seht schon, dass der Generator lila leuchtet. Das Ganze müsst ihr dreimal jetzt machen, damit er voll aufgeladen ist. Und nachdem ihr ihn voll aufgeladen habt, habt ihr die dritte Vakuumröhre hier rechts daneben auf dem Tisch. Nehmt dann die Vakuumröhre, geht wieder zurück zur Lagerhütte. Und dort befindet sich dann die Werkbank und hier könnt ihr nun die Wunderwaffe bauen. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen und es hat euch gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und falls ihr noch kein Abo bei mir habt, könnt ihr jetzt ein kostenloses Abo hinterlassen und die Glocke aktivieren, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.